Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von A2DK101. Diesmal soll es um ein Review über den japanischen Zerstörer Minekase geben. Den zweiten japanischen Zerstörer auf Stufe 5 der Japaner. Früher war es so, die Minekase war immer 5 und die Mutsuki war 6. Nach dem Split haben sie das ein bisschen verändert. Okay, fangen wir einfach wieder oben an. Trefferpunkte 10.900, das ist weniger als die Mutsuki. Das ist schon mal das erste. Asabi haben wir 4x120mm Geschütze. Allerdings sind die von der Turmdrehrate mit 30 Sekunden doch wesentlich langsamer und die Ladezeit ist 10 Sekunden. Das heißt auch langsamer. Allerdings hat man 4, das heißt man kann schon mal eher sowas eingehen. Also Mutsuki würde ich damit überrennen, da bin ich mir ziemlich sicher. Allerdings. Ja, ihr seid trotzdem kein Kanonenboot. Macht euch dessen immer bewusst. Also so angedetschte Zerstörer oder sowas kann man schon mal angreifen, wenn man Full HP ist, aber macht euch bewusst, dass ihr danach meistens auch nur noch halbe HP habt, wenn überhaupt. Kommen wir mal zum Wichtigsten. Zu den Torpedos. Wir haben hier drei Zweifach-Launcher. 1, 2, 3. 7 Kilometer Reichweite. Und der Höchstschaden ist auch nicht so groß wie der von den Mutsuki-Torpedos. Allerdings ist die Ladezeit mit 42 Sekunden doch recht angenehm kurz. Wohingegen wieder die Torpedogeschwindigkeit recht langsam ist. Das heißt, früher war das alles noch ein bisschen schwerer. Da wurde die Minekase auch tatsächlich als etwas zu overpowered bezeichnet, was wahrscheinlich nicht so ganz falsch war. Also das Schiffchen kann schon ganz schön übel werden, wenn man weiß, was man damit macht. Oder konnte. Ich weiß jetzt noch nicht. Ich spiele die jetzt erst wieder. Ja, seitdem ich quasi die Linie hochgegrindet habe. Das heißt, ich weiß noch nicht, was mich erwarten wird. Luftabwehr müssen wir nicht drüber reden. Bescheiden. Was relativ cool ist, ist, dass das Schiffchen 39 Knoten schnell ist. Das heißt, es ist schon verdammt schnell für einen Zerstörer auf der Stufe. Nur die Podwolski ist schneller. Wendekreis 550. Jo. Und Ruderstellzeit 2,1, glaube ich, sind Mutsuki-Werte im Endeffekt. Genauso wie die Erkennbarkeitsreichweite von 6 Kilometer. Was bedeutet das? Naja gut, 7, 6 Kilometer, ihr habt nicht mehr so viel Spielraum. Das heißt, das wird schon eine knappere Nummer. Im 1 Kilometer Radius, die sind mal schnell überwunden. Das weiß jeder, der sich schon ein bisschen mit dem Spiel auskennt. Oder man achtet irgendwo nicht drauf und auf einmal ist wieder ein Zerstörer irgendwo aufgeploppt und man ist auch entdeckt. Das kann schon mal vorkommen. Also muss man hier noch ein bisschen besser aufpassen. Allerdings macht sich dieses Schiff gar nicht so schlecht, wenn man sich in Smoke setzt und damit einfach ein bisschen beschießt. Und falls jemand der Meinung ist, er müsste einfach reinchargen in deinen Smoke, dann könnte man da schon was tun. Also ähnlich wie bei den Amerikanern. Gehen wir mal zu den Modulen rüber. Verbesserungen wie immer. Ja, ihr wollt erstmal die B-Hülle haben, dann die Kanonen, die Hauptbatterie und dann erhöht er die Reichweite, also ähnlich wie bei der Mutsuki alles so. Ich wollte nochmal kurz gucken, wie denn die ballistische Flugplan der ist. Ja, 825 mm Meter pro Sekunde. Das ist schon schneller als bei der Mutsuki. Das heißt, oder bin ich falsch in der Annahme? Ach, war es bei der T22? Naja, 825 mm. Nicht Millimeter, sondern Meter pro Sekunde ist schon ganz okay. Ansonsten Verbrauchsmaterialien, Schadensbegrenzung C2 und Nebelerzeuger 2 empfohlen, meiner Meinung nach. Motorboost optional. Okay, das war's auch schon. Dann komme ich gleich mit dem Gameplay-Video hinterher. Bis dann. So, da haben wir auch schon ein Spiel. Also praktisch gesehen spielt sich die Minekase ähnlich wie die Mutsuki. Wobei bei der Minekase doch ein bisschen mehr, also 50% mehr Feuerkraft vorhanden ist, was die Kanonen betrifft. Ja. Jetzt haben wir natürlich diesen blöden Nachteil, dass wir hier auch noch Träger haben. Das kommt Torpedobootzerstörern nie so entgegen. Aber gut, wir machen das Beste raus. Flakbewaffnung muss ich nicht umstellen, weil die ist maximal auf 3,1, das heißt, da bin ich so und so gespottet. Erst wenn man Tarnungsmeister hier hat, dann ist man auf 5,4, dann müsste man das umstellen, denke ich.
Ich fahre straight zu A. Und dann gucken wir mal, was passiert. So, wieder mal hier. Narrow, alles klar. Oh, wie geht's? Achso, ja. Wir fahren hier unten rein, hatte ich ja schon mal erklärt, damit man hier nach oben ausweichen kann. Wenn man hier oben ist, müsste man nach unten ausweichen, dann habe ich aber meine Kanonen meistens nicht auf der Seite. Und nach da oben ist keine Option. Und einnebeln möchte ich mich jetzt hier auch nicht, weil das so ein limitiertes Feld ist, wo man relativ einfach durchschießen kann. Also nehme ich mich lieber in der Mitte vom Cap ein. So. Und ich erwarte natürlich den gegnerischen Zerstörer von hier unten kommen. Das heißt, meine Guns sind schon mal auf der linken Seite. Das haben wir ja in V170, Isokase, Clemson. Clemson will ich nicht sehen. Mutsuki, kein Problem. Weil Clemson sehe ich vorher. V170 wahrscheinlich nicht. Isokase, weiß ich nicht mehr genau. Könnte knapp werden. Achtet auch immer darauf, was die an. Na, eine Kuma wollte ich eigentlich auch nicht sehen. Clemson. Ach, Wahnsinn. Okay. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Ding, wo wir eigentlich nicht sein wollten. Weiß jetzt nicht, was er macht. Okay, das wollte ich haben. Torps da rein. Und da wir davon ausgehen können, dass da auch Torps reinfliegen in meinen Smoke. Oh. Oh, oh, oh. Stehen geblieben. Hat er schon so früh abgeschossen? Das habe ich jetzt aber. Vorderen Bereich. Fahren dann doch noch mal von oben rein. Gut, jetzt habe ich mir schon Vorteile erarbeitet gegenüber der Clemson. Jetzt drehen wir die Kanonen da. Alter, jetzt ist jetzt ja auch noch eine V170. Ja, aber hallo. Nicht so ganz praktisch für mich. Taucht man noch mal hier hoch. Falls er da oben lang fahren sollte. Angenebelt.
Oh. Ja, gut, jetzt ist halt ein bisschen scheiße, weil jetzt die Klemmsen da auch noch da oben ist. Ich hab echt keinen großen Bock drauf. Ich kann es nicht gerade nicht cappen. Mit zwei DDs gleichzeitig ist nicht so gut Kirschen essen. Vielleicht den Motorboost anmachen. Dass, falls hier Torps reinkommen, das sie sehr wahrscheinlich tun, wie man sieht, aber die haben nicht die Reichweite, das ist schon mal sehr gut. Vorne 70 ist auch weit genug weg. Da ist die Klemmsen. Die macht einen auf YOLO. Ist tot. Der Dummkopf hat sich gebeacht, das muss man auch erstmal hinkriegen. Meine Güte, wenn nicht mal die Kreuzer wissen, was sie tun sollen, dann ist das schon scheiße. Das ist schon echt bitter. Ich YOLO den jetzt. Hoffe das Beste. Oh, jetzt ist die V-170 hier wieder. Es ist doch alles Mist. Ja, er kann halt nicht jetzt YOLO. Das war halt jetzt mein Fehler. Haben wir gelöst. Das andere Problem lauert da hinten. Glückspilz. Das war wichtig mit der V. Jetzt gucken wir mal, was man mit Torpedos so anrichten kann. Zum Glück ist der Typ zu dämlich, um nicht Widespreads zu schießen. So, jetzt geben wir hier mal Vollgas. Komm schon, komm schon. Nein! Oh! Bitter, ey. Richtig bitter. Naja, aber ich habe meinem Team wenigstens eine Möglichkeit verschafft, das Ding hier noch mitzunehmen. Ja, oder halt auch nicht. Ich würde sagen, die sind einfach zu
unachtsam gewesen. Ja, das war jetzt nicht einfach da oben. Also, ich habe es dann ja mehr als Gunboat spielen müssen. Okay, also Träger sind wir jetzt gleich, alles klar. Keiner hat mehr einen Träger, das ist schon mal etwas. Es könnte sogar noch interessant sein. Ich bleib mal drauf und werde das jetzt hier noch weiter ein bisschen kommentieren, weil mich interessiert jetzt der Ausgang doch ein bisschen. Die Wyoming cappt das jetzt, das ist gut. Die. Oh Gott, die Kaiser wird von der Iso und einer Mutsuki gehuntet. Na dann. Ob der das bemerkt hat, ich weiß es nicht. Aber er fährt auf jeden Fall viel zu nah ran. Das wird die Kaiser gewesen sein. Er hat noch nicht so ganz begriffen, dass er das, was er gerade macht, nicht machen kann. Ein Torpedo. Und nicht mal irgendwie die. Das verstehe ich halt nicht. Nicht mal das Bedürfnis zu haben, überhaupt nicht zu turnen. Also. So viel Verständnis erwarte ich von den Leuten ja schon. Also ein Schlachtschiff ist ein Schlachtschiff, aber es ist jetzt nicht so, dass es gar nichts kann. Also das war jetzt schon wieder ein bisschen sehr, sehr fragwürdig. Ich sehe das jetzt auch nicht für uns laufen, weil wir haben halt Schlachtschiffspieler und Schlachtschiffspieler können halt leider nichts im Durchschnitt. Zerstörerkapitäne wahrscheinlich auch mehrheitlich nicht. Gut, wir haben wieder zwei Caps. Die Frage ist, was machen unsere DDs, ne? Unsere V170 gegen eine Mutsuki und eine Isokase. Ich bin gespannt. Die Emerald sollte kein Faktor sein, falls die Wyoming ein bisschen weiß, wie die schießen muss. Didn't turn it. Ja, und hier wieder das gleiche Problem. Warum dreht er nicht weg? Ich meine, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Jetzt fährt. Guckt euch das einfach an. Er hat seine Guns nicht mal darauf gedreht. Alle. Er wird es nicht überleben. Er muss alle Guns haben. Ja. Nein, zu spät. Ja. Tier 4 halt. Schlachtschiffe. Wenn er sich noch hätte eine Chance erarbeiten wollen, hätte er wegfahren müssen. Aber so, nein. Never ever. Two for HP. Ja, gut, also das werden wir wohl nicht gewinnen. Ich habe meine Arbeit da oben meiner Meinung nach getan. V170 rausgenommen, eine Clemson ziemlich zerkrüppelt, eine Wyoming. Und mit der Clemson war es halt echt extrem knapp. Es hätte auch gut und gerne gegen ihn laufen können. Ich hatte mir noch überlegt, aus dem Dings rauszufahren, aus dem Nebel, aber war mir nicht ganz sicher. So, jetzt können ja unsere Zerstörer zeigen, wie gut sie sind. Die V170 hat schon mal eine richtig beschissene Dings, weil er wird jetzt Folgendes passieren. Er wird jetzt grounden. Und das ist halt problematisch. Er hat allerdings lange genug gewartet. Oh, er groundet doch nicht. Na gut. Dafür hat er seine Guns jetzt nicht auf der Seite.
und hat es mit zwei Zerstörern zu tun. Und die Isokase ist auch schon tot, weil sie hinter einem Dings hergefallen ist. Das ist halt scheiße. Kann er das carryen? Das wäre jetzt mal echt interessant zu wissen. Ja, die HE der Deutschen ist einfach zu schwach, um das Schiff schnell genug runter. Der könnte die, wenn er die Isokase schnell runterkriegt, was er nicht tut. Jetzt frisst er die Torps. Ne, da wird nichts passieren. Ja. Die besseren Zerstörer auf der Gegenseite auf jeden Fall. Ja, die 470 hat es nicht schlecht gemacht. Ich meine, ich will mich jetzt auch nicht beschweren, aber... ja, hier habe ich den Kill mehr oder minder mitgenommen. Clemson 8000, Wyoming Kaiser, ja. Naja gut, ihr habt gesehen, worauf es hinausläuft. Ihr könnt eure Guns schon wesentlich öfters nutzen als mit der Mutsuki. Vor allem jetzt gegen niedrigere Tierzerstörer, das wäre jetzt nicht so das Problem gewesen. Mutsuki kann man auch noch challengen, aber auf gleicher Tierstufe sollte man sich nicht jetzt mit einer Nicholas oder einer Podwojski anlegen. Das wird man verlieren. Alles immer unter der Voraussetzung, dass man voll HP ist. Okay, ja. Hoffe, das war hilfreich und zeigt euch, was man machen muss, sollte, tun. Und ja, hoffe, ihr hinterlasst ein Like, einen Kommentar, ein Abonnement, was auch immer. Und ja, bis zum nächsten Mal.